Also unser Projekt war Digital Universe. Das ist von Jonas, Ivan und mir, Josephine. Unsere Mentoren waren Marga und Caro. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, eine digitale Welt in Work Adventure zu erstellen, damit man seine Freunde treffen kann, Hausaufgaben zusammen machen kann oder einfach zusammen zockt. Denn es gibt viele Freunde, Familie oder Bekannte, die weiter weg wohnen und die man nicht immer besuchen kann, obwohl man das gerne würde. Work Adventure ist eine 2D-Welt. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie so alte Gameboy-Color-Spiele. In Work Adventure kann man sich auch mit Freunden in der Nähe unterhalten, was heißt, dass wenn die Charaktere, die es dort gibt, nebeneinander stehen, dass man sich dort zusammen unterhalten kann. Dort sieht man nochmal die Insel und wie wir die gemacht haben. Wir haben in der ganzen Map verschiedene Inseln erstellt, wo man chillen kann, vielleicht einfach nur zusammen reden, zusammen zocken, sich ausruhen oder Hausaufgaben machen kann. Und die ganze Insel ist mit vielen coolen Dekorationen geschmückt. Das hier ist ein Video von mir, wie ich durch die ganze Map laufe. Das hier ist erstmal die Spawn-Map mit vier verschiedenen Inseln, die Gaming-Insel, die Redeninsel, die Chill-Insel und die Hausaufgabeninsel. Das hier ist die Klassenzimmer-Map. Das ist eine Map mit auch drei verschiedenen kleinen Inseln und ein Klassenzimmer. Und das ist die Stadt-Map. Das ist eine große Insel mit einer auch großen Stadt drauf. Und jetzt gehen wir auch wieder zurück weiter in die Präsentation. Also wir haben auch auf der ganzen Insel verschiedene Portal-Exits erstellt. Das sind sowas wie Portale. Und wenn man dann dahin läuft, kann man problemlos von einer anderen Insel zu einer anderen Insel reisen. Und wir haben auch die Portale alle ein bisschen anders geschmückt, sodass sie nicht einfach nur Punkte sind, wo man dann reist. Wir haben auf der ganzen Insel auch viele Konferenz- und Ruhebereiche. Ruhebereiche funktionieren so, dass wenn man da drin steht, man sich nicht mit anderen Leuten unterhalten kann und einfach eine Pause machen kann. Und die Konferenzbereiche, dort werden automatisch Sitzi-Räume geöffnet, mit denen man sich dann mit sehr vielen Leuten treffen kann. Also die Technik, die wir nutzen, sind Git und GitLab. Damit konnten wir zusammen die drei Maps erstellen. Jeder hat eine von den dreien erstellt, bis auf die letzte. Die ist jetzt unsere Work Adventure gewesen. Zum Erstellen der Maps haben wir Tiles benutzt. Da kann man ganz einfach die Map gestalten. Und in GitLab haben wir etwas gemacht, damit sich die Updates automatisch auf die Computer ausrollen und es so keine Probleme gibt bei den Updates. Jetzt seht ihr nochmal ein Bild von GitLab, das ist die Pipeline. Da werden alle Updates gezeigt, die gemacht wurden, und das sind jetzt die letzten. Jetzt seht ihr nochmal, wie der Ivan hier kurz als Video drei Bäume aufbaut, und das in drei unterschiedlichen Layern. Einen kleinen, einen größeren, der im Vordergrund ist, und einen nochmal einen kleinen im hinten im Vordergrund auf dem großen Baum. Jetzt sagen wir nochmal Danke an unsere Mentoren und an euch. An alle, die bei dem FFM halt. Alle, die beim FFM mitgemacht haben, können auch nochmal beim Alpaka jetzt nochmal vorbeigucken, und dort wird es eine Röhre geben.